Wir setzen hier am Kolbwald runter, machen hier unsere Gewänder bereit machen für die Enzi Lackmannen, für die Fasnacht. Unsere schönen, frischen Kreisgewänder. Dazu haben wir Weisstannen unten, wo wir nachher die Zweige davon brauchen. Wir stecken die in unsere Gewände reinstecken. Wir haben so Laschen vorbereitet an den Gewänden, wo wir nachher die Tannästchen dran stecken können. Und das machen wir eigentlich immer, entweder am 2. Januar, am Bärzahlistag, oder am letzten Sonntag vor der Fasnachtseröffnung. Wir sehen, dass das eigentlich noch eine rechte Knüppelarbeit ist. Wir müssen die Ästchen wegschneiden, wir müssen die reinstecken, eins nach dem anderen. Und so entstehen unsere schönen, frischen Enzi Lackmannen-Gewänder. Wir sind im Moment etwa rund 15 bis 18 Enzi Lackmannen, die hier oben ihr Gewand parat machen. Und hier stecken heute. Wir haben heute alle hier. Zusätzlich haben wir auch noch die 5 Kinder, die auch mitmachen. Und ihr Gewand auch zusammen mit der Mami oder mit dem Babi hier stecken. Und dann auch werde ich auch dabei sein an den Einzügen. Wir müssen eigentlich vorgängig das Kreis parat machen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir hier gut mit der Kooperation zusammenarbeiten können. Die uns die Tannen fällen. Dann müssen wir die Äste im Wald zusammensammeln und die hier hinführen, dass wir das dann auch an diesem Sonntag parat haben. Dass wir auch zügig arbeiten können und dann natürlich auch noch ein bisschen den gemütlichen Teil frönen können. Dann noch einen Kaffee nehmen, ein Wurstbrötchen hier oben, was natürlich auch immer dazugehört zu unserem Team, dass wir hier nachher auch einen gemütlichen Tag machen können. Wir Enzi Lackmannen, wir sind ja eigentlich die Talherren. Wir kommen vom Enzi Lack hinten führen. Das Enzi Lack, das in der Stegweg ganz unten in diesem Loch unten ist. Wir kommen während der Fasnachtszeit zum Tal aus dort. Wir kommen ab Fasnacht auf Willisau führen. Wir eigentlich hier Fasnacht, unser Brauchtum, beleben. Mit unseren schönen Gewändern haben wir uns eingezogen in Städtlein mit Gebrumme und Geschell, sage ich jetzt einmal. Unsere Gewänder ist dann auch so, je nachdem wie lange die Fasnacht ist, wie manchmal wir Einzüge haben, wie viel wir die brauchen, werden wir auch während der Fasnachtszeit müssen wieder nachbearbeiten. Also wir müssen die nachdem allenfalls nochmal im Wald raus, die frisch stecken, dass wir auch immer wieder wirklich unsere Gewänder schön haben und dass wir auch gut und frisch möchten immer und eigentlich gut daherkommen.